Ich soll vielleicht mal einen Freskes errichten hier. Euer Zeichensire! 5 gehen immer noch. Da sind ja ganz schön viele drauf. Bogenschützen, bereit machen! Augen auf, Männer! Ziehen los! Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Aber warum können die denn nicht da drauf? Auf die Plätze, Männer! In Bewegung! Darauf können wir die aber nicht. Wir bewegen uns! Darauf? Ja, das ist ja ganz schön kacke. Wofür habe ich denn das Kackding jetzt hier gebaut? Gehen in Stellung! Bogenschützen in Bewegung! Wir sind eure Leute. Aha. Shire? Okay. Also 17. Eure treuen Bogenschützen. 18. 18. Unsere Bögen werden singen. 3 sind drauf, also wir noch 15. Wir sind bereit. Die Männer sind guter Dinge. Bogenschützen, vorbereiten. Ja, Shire? Unsere Sehnen sind gewachst. So. Die Vorräte unseres Kornspeichers. Es droht Gefahr, mein Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Einen groben Richtwert hat. Hauptmann? Gebt uns nur ein Ziel. Euer Befehl? Vorwärts! Euer Zeichen, Sire? Wir werden angegriffen! Okay. Da steht jetzt noch kein Vorposten. Ich brauche Gold. Was kann ich dafür kaufen? Guck mal hier. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Ah, guck, es funktioniert doch schon. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Unsere Truppen werden angegriffen. Ich meine, das ist natürlich hier diese komischen Kackviecher. Die Türme kaputt machen können, ist ein bisschen blöd, aber... Ich kann einfach eine Mauer drumherum bauen, oder? Weil soweit ich weiß, können die nicht kaputt machen. Was wünscht ihr? Dann sind die da drin einfach safe. So. Hude Lally. Und weg sind sie. Wo sind meine... My Lord! Meine Wölfe? Erwarte Befehle! Alle futsch? Das ist ja kacke. Egal, ich brauch ich brauch mehr Money in the Bank. Und ich brauch mehr Nahrung. Ich brauch echt mehr Nahrung. Der hat auch mal wieder ein Pferd unter dem Arsch. Bogenschützen unterwegs. Ei, Sire. So, die da hinten muss ich wieder locken. Bogenschützen, bereit machen. Wir sind eure Leute. Weil die von selbst nicht raffen, hierher zu kommen. Eure treuen Bogenschützen. Und die locke ich dann einfach. Augen auf, Männer. Ziehen los.
gut. Unsere Bögen sind ungeduldig. Auf die Plätze, hier Männer. Zwischen die Türme. Sind unterwegs. Ah, seht ihr das? Wie das funktioniert? Ja, wir kümmern uns darum. Lordschaft. Unsere Truppen werden angegriffen. Perfekt. Also stelle ich da einfach wieder so ein Teil hin. Unsere Bögen werden singen. 14 und... Wir sind bereit. 3, 4, 18. In Bewegung. Perfekt. Und hier nochmal genau dasselbe. Da auch 18 bitte. Bogenschützen, vorbereiten. Ah, 19. Wir bewegen uns. Ah, 16, 18 ist Maximum. Der eine ist zu viel. Ja, Sire. Das habe ich früher auch immer gerne gemacht. Unsere Sehnen sind gewachsen. Immer dann einen rausgepickt und versucht, um den zu bekommen, der da halt unten hingeht. Euer Zeichen, Sire. Bogenschützen, bereit machen. Wir sind eure Leute, eure treuen Bogenschützen. Na, unsere okay. Bögen werden singen. Nett geklappt. Wir sind bereit. Bogenschützen, vorbereiten. Aber weil die hier noch ein bisschen zusammengerückt sind, ist da jetzt wieder ein Platz mehr. Das heißt, du gehst einfach dahin. Und fertig. Ich diene euch gut. Wir kämpfen tapfer. Für den Ruhm! Was sagt ihr, Mylord? Es droht Gefahr, Mylord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Das Einzige, was jetzt scheiße wäre, wenn es jetzt passiert, Piken. Ist, wenn sie halt von hier kommen. Da bin ich ein bisschen am Arsch. Ja, Sire. Unsere Sehnen sind gewachsen. Gebt uns nur ein Ziel. Oder halt alternativ von hier. Wenn sie von hier kommen, dann habe ich wenigstens werdet noch ihr uns brauchen? Wir werden angegriffen. Ja. Unsere Truppen werden angegriffen. Seht ihr, wie das funktioniert? Männer an die Waffen! Bereit! Keine Schnitte. Unsere Schwerter sind die euren! Absolut keine Schnitte. Okay. Es droht Gefahr, my Lord! Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Es droht Gefahr, my Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Ihre Truppen wurden besiegt. Aber nun müssen wir die Brüder selbst stellen. Kein Problem, das machen wir doch. Dafür machen wir noch mal ein paar Bogenschützen. Gehen in Stellung. Rauf auf die Welle! Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen in Bewegung. Euer Zeichen, Sire? Die Männer sind guter Dinge. Bogenschützen, bereit machen. Wir werden angegriffen. Die Nibelungen sind hier, Herr. Bereitet die Verteidigungen vor.
die Verteidigung funzen. Und zwar bestens. Guck, die Pferde sind schon down. Alles läuft nach Plan. Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogenschützen. Unsere Truppen werden angegriffen. Okay, um mehr Einheiten ranzuholen, fehlt mir jetzt Ehre. Tatsächlich. Aber, sag mal so, wer braucht die schon? Prinz Schilbung wurde getötet. Und beide sind down. Prinz Nibelung ist gefallen. Ich sage euch mit Vorposten, es geht so einfach. Es geht so einfach. Naja, okay. Passiert noch was oder habe ich gewonnen? Unsere Bögen werden singen. Oh, guck mal hier, Hundi. Gehen wir wieder zurück zu Herrchen. Miau, 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 miau. Ja, ist ja ein Hund. Wuff, wuff. Okay. Sieg. Alle, ich renne hier durch. Das gibt's ja gar nicht. Also irgendwie habe ich bei Stronghold 2 schwerer Habt getan mit der Kampagne. Habt ihr das gesehen? Welch ein Kampf! Welch eine Schlacht! Dies wird in die Geschichte eingehen, mein Freund. Barden werden Heldeneben darüber schreiben. Aber wir haben ein Land um seine Erben gebracht. Und ich habe vernommen, dass die Nibelungen wünschen, dass ich, Siegfried, über sie herrschen soll. Wie könnte ich ihnen dies verweigern? Ich muss Dietrich, Hildebrand und euch Lebewohl sagen. Aber denkt daran, am Hofe König Siegfrieds wird es für euch immer ein Willkommen und ein offenes Fass geben. Alles klar, der sagt jetzt Ciao mit Timo Hildebrand und... Solange wir keinen Weg finden, die Bergriesen abzuhalten, unsere Dörfer zu plündern, wird unser Land nie Frieden haben. Auch wenn viele Riesen sich vor Dietrich fürchten, und das aus gutem Grund, weiß der Prinz aber, dass er nicht überall gleichzeitig sein kann. Daher hat er in seiner Weisheit entschieden, den Kampf direkt zu Orcus, dem König der Bergriesen, zu tragen. Dietrich ist mit einer Gruppe Soldaten in die Berge gezogen, um sich dort mit der Beschaffenheit des Landes vertraut zu machen. Aber ich bin jetzt auch raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, hat die Woche doch. Ciao.